Shalom Aleichem, wir machen heute eine besondere Shiur über dem großen Tzadik HaMekubal HaElokhi HaArizal, Adonenu Rabbi Yitzchak Luria, HaAri HaKadosh. Der Arizal ist eine besondere Tzadik, er hat gebracht, dass die ganze Kabbalah in die Welt ist heute klar und verständlich und wir können das ein bisschen in unseren Möglichkeiten auch verstehen. Und diese Schulung mache ich für zwei gute, junge Männer, die gerne lernen Torah, Chassidut und Kabbalah. Und die haben mich gebeten zu machen eine Shiur über dem Arizal. Das ist unsere Freunde, Teilnehmer unserer Shiurim, Jonas und Alexander. Eine aus Deutschland und der andere aus Kolumbien, Südamerika. Und die beiden sitzen und lernen jeden paar Tage Torah. Und die haben mich gebeten zu machen eine Shiur über dem Arizal und das mache ich mit Freude, gerne und danke euch auch, dass es solche gute Menschen gibt, die Hashems Wörter so seriös und ernst nehmen. Der Arizal war eine Funke, eine Nizotz von Moshe Rabbeinu und eine Gilgul, eine Wiedergeburt von Rashbi, Rabbi Shimon Bar Yochai. Die Buchstaben Rashbi sind auch Rabbi Yitzchak ben Shlomo, ist dieselben Wort. Und der Arizal war ein großer Mensch. Und Rabbi Chaim Vital, seine Schüler, hat ihm gefragt, wieso hat er geschafft, so eine große und wunderbare Weisheit zu bekommen. Sagt ihm der Arizal, ich habe mich Mühe gegeben, angestrengt mit meiner ganzen Neshome, um zu lernen Zohar auf jeden Satz eine Woche oder zwei. Und wenn habe ich nicht verstanden, habe ich mich weiter angestrengt. Also er hat erlangt, das was er erlangt hat, so eine höhere Stufe, weil er hat sich einfach gehorvet, gearbeitet, sehr schwer zu lernen. Das ist die erste Sache. Die zweite Sache steht geschrieben, von Rabbi Eliezer Ezkari in seinem Buch Charedim, er schreibt, dass der Arizal war sein ganzes Leben mit Größen Simcha, mit Freude, mit Fröhlichkeit. Und jeden Mitzvah, das er hat gemacht, er hat sich gefreut. Und er sagt, gemäß die Freude ist die Schäfer, die Fülle, die du bekommst vom Himmel. Und so hat mir mein Meister, der Chasside Mekubal Moreno Arav Yitzchak Ashkenazi, also der Arizal, hat mir gesagt, dass alles, was er hat in sein Leben erreicht, Sha'arei HaChochma, die Tore von die Weisheit, Veruach HaKodesh, Bissachar, wegen die Belohnung, dass er war fröhlich und froh, Sameach, in jedem Mitzvah, das er hat gemacht. Und er hat gesagt, das, was steht geschrieben im 5. Buch Mosche, Kapitel 28, Pasuk 47, Tachat asher lo avadeta et Hashem Elokecha besimcha u betuv levav merov kol. Alles, was du hast bekommen, ist, weil du hast dem Ewigen, dein Gott, der Ewigster, gedient mit Freude. Merov kol, was heißt merov kol? Von allem, von Ta'anug, von Vergnügen. Also der Arizal hat von Hashem Genuss gehabt, Vergnügen gehabt und das hat er erreicht so viel. Gut. Ich erzähle euch zuerst, wer war der Arizal und dann sein Lebenslauf, seine Biografie und zum Schluss ein paar Handlungen, was können wir tagtäglich von dem Arizal lernen. Steht in Shah Ruach HaKodesh, Seite 4, B. Sagt sein Schüler Rabbi Chaim Vital, um zu beschreiben, mein Rebbe, dem Arizal, unser Mund hat keine Möglichkeit zu beschreiben so viele Sachen, dass er hat gewusst. Ich kann aber nur ein paar Sachen beschreiben, Sachen, die habe ich gesehen mit meinen eigenen Augen. Er konnte
Kontakt haben mit jedem Nefesh, mit jeder Seele, die er wollte. Er konnte sich gleich an den Wurzeln kontaktieren, ob es Lebendige oder Leute, die schon Niftarim, die schon gestorben. Ob Leute, die haben jetzt vor uns kurz gelebt oder Rishonim oder Achronim. Und er konnte von denen alles herausfinden, fragen nach seinem Wille. Er konnte die Verstorbenen auch kommunizieren und wissen alles, was er will. Zukunft, die Geheimnisse von der Torah und auch seine größten Lehrer, sein Medium war durch die Erscheinung regelmäßig von Eliyahu Hanavi. Also Eliyahu Hanavi war der Lehrer von Arizal. Er konnte auch die Buchstaben von dem Stirn lesen. Er konnte dem Form von Gesicht von Menschen, Chochmata Parzuf, also Menschen nach ihren Augen, Nase, Mund. Der Arizal hat gesehen einen Menschen und gleich konnte nach seinem Gesicht erkennen, wer ist der Mensch. Er konnte die Orot, die Licht, die Aura von dem Mensch auch erkennen, wie stark ist sein Schatten, wie groß ist sein Leben. Der Arizal hat gesehen einen Menschen, hat gleich gesehen auf sein Stirn, auf seine Form von seinem Gesicht, auf sein Ohr, über sein Licht, über sein Aura. Er konnte auch über die Haare sehen, die Kräfte. Er konnte verstehen, Zwitschern von Vogel, Zifzufei Ofot. Er konnte hören die Sprache von Palmengarten, von Bäumen, die miteinander sprechen. Er konnte dem Gras, was er sieht auf dem Boden, alles wissen, was ist für was gut. Für Heilung, für Kraft, für Medikamenten, er konnte alles. Er konnte die Flamme von die, wenn er hat gesehen eine Kerze, er konnte durch die Flamme wissen, was sagt die Flamme, was ist ihre Sprache. Er konnte lesen die Sprache von die geglüteten Keule, also wenn Holz sind ohne Feuer und es gibt nur so rote, es glüht. Also die Keule glühten, er konnte es hören. Er konnte alle Engel Gottes, Kola Malachim, sehen und hören, alles, was sie in dieser Welt reklamieren und sagen. Und er konnte mit Engel reden. Und solche Sachen. Und alles, was ich euch erzählen will, sagt Reb Chaim Vital, wird nicht reichen, ein Buch. Weil die Menschen werden es nicht glauben, wenn man das sie erzählt. Sachen, die habe ich selbst gesehen und nicht ein Fremd. Und es ist wirklich wichtig zu sagen, dass Reb Chaim Vital hat gelernt mit dem Arizal 1 Jahr und 8 Monate. Und die ganze Lehre, was wir haben heute von dem Arizal, kam durch diese 2 Jahre von dem Arizal und Reb Chaim Vital. Noch eine letzte Sache, was er schreibt über ihn. Dass jeden Tag, wenn er hat gebetet in eine andere Kavana, neue, mit einem anderen Geschmack und Duft. Und er konnte mit Menschen richtig kommunizieren und die Menschen verstehen in ihre tiefsten Wurzeln von die Seele. Das ist von den Büchern von Reb Chaim Vital selbst, Shah Ruach HaKodesh, Seite 4 und Shah Ruach HaKodesh und Sefer Charedim von Rabbi Eliezer Ezkari. Gut. Jetzt beginnen wir die Geschichte, die Biografie zu erzählen. Wer ist dieser große Mann, der Arizal? Poretz Derech, einer, der baut einen neuen Weg, eine neue Revolution in die Kabbalah. Also im 16. Jahrhundert, er war der besonderste Mensch in dieser Zeit. Seine Kabbalah wurde verbreitet in die ganze Welt von Teiman, von den jamanitischen Juden, bis die Juden in Ukraine und Hasidismus. Und das wollen wir heute sehen. Wo ist er gewachsen? Wie war sein Leben?
und was ist seine Besonderheit und zum Schluss auch ein paar Handlungen von seinem Leben. Gut. Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi ist geboren 1534 in Jerusalem zu seinen Eltern Rabbi Shlomo Luria Ashkenazi und seine Frau, die kommt von Familie Francis. Rabbi Shlomo Luria und seine Frau waren einfache, gute Tzadikim. Und er war der Vater von dem Arizal, von Rabbi Yitzhak. Rabbi Shlomo Luria Ashkenazi war ein sehr angesehener Mensch, weil er kommt bis Rabbi Eliyahu Loenz, also hier auch in Worms und Rashi und Hillel HaZaken, bis David HaMelech, also Stammbaum von seinem Vater seit bis König David und von seiner Mutter, das ist eine Mishpacha, wo wurde vertrieben von Spanien. Und die beiden haben Gott gedient, sie haben gefühlt schönes, bescheidenes, angenehmes Leben. Aber eine Sache, eine Wolke hat gestört auf ihr Leben, sie hatten keine Kinder. Und jeden Tag haben sie gebetet. Ein Tag, Rabbi Shlomo Luria ist geblieben in Bet HaKnesset, in die Synagoge länger. Und zu ihm hat erscheint Eliyahu HaNavi. Und Eliyahu HaNavi hat gesagt, ich habe für dich eine Besorah Tova, eine gute Nachricht. Du wirst bekommen einen Sohn. Und dieser Sohn wird verbreiten die ganze Kabbale und alle Weisheiten in der Welt. Aber warte, an dem Tag, wo es seine Brit Mila, seine Beschneidung, du sollst nicht beginnen, bis ich komme. Ich will sein dem Sandak, derjenige, der hält diesen kleinen, besonderen Junge. Sehr katanga dolie, diese Kleine wird groß werden. Wenn Eliyahu HaNavi hat geändert seine Wörter, ist verschwunden und er hat gebetet zu Hashem, bitte tu das, was du hast versprochen, deine Prophet, und soll nichts passieren. Er hat das erzählt seiner Frau, aber er hat nicht erzählt, dass Eliyahu HaNavi wird kommen zum Brit Mila. Nun, weil die beiden waren so bekannt und so berühmt in Jerusalem, alle Leute sind gekommen zu dem Brit Mila. Und er beginnt nicht. Und die Leute sagen, nu, nu. Und er hat gedacht, vielleicht habe ich nicht verdient. Und dann hat er geweint und gebetet. Und Eliyahu HaNavi ist gekommen. Und alle haben gedacht, dass der Vater hält. Aber es in Wirklichkeit saß Eliyahu HaNavi auf dem Stuhl. Und hat man ihn genannt Yitzhak. Und Eliyahu HaNavi hat ihm gesagt, halte ihn stark. Weil ein großes Licht wird von ihm kommen. Für die ganze Welt, Lekol Am Israel, Velekol Olam, also zum ganzen Volk Israel, und die ganze Welt wird von dem Arizal wissen und hören. Und dann hat man genommen Yitzhak zu die Hände von seiner liebe Ima, die Mutter, und es geschah ein Wunder. Die Wunde von der Beschneidung, die normalerweise verletzt ist, und es dauert 2-3 Tage, bis es geheilt, war sofort geheilt, hat man nichts gespürt, dass er wurde jetzt vor kurzer Zeit beschnitten. Gut. Yitzhak Luria Ashkenazi ist groß gewachsen. Mit kurz vor 3 Jahren hat er schon gelernt dem Alephbeis, die hebräische Buchstaben. Und er war sehr scharf und sehr wissgierig. Er hat gelernt Chumash, Mishnah, Gemara. Und alle haben schon gesehen, dass er ist ein besonderes Kind. Und er war rein und edel. Nicht so wie kleine Kinder, die laufen. Der war seriös und er hat gelernt. Wenn er war 8 Jahre alt, hat er schon gelernt Torah und Talmud und Halacha wie ein Erwachsener. Und in dieser Zeit, er konnte nicht mal lernen bei einem Lehrer mehr als 3 Monate, weil er hat immer gestiegen und gestiegen. Ganzen große Leute von Jerusalem haben
genossen von diesem besonderen Kind Yitzchak. Aber es ist gekommen schwere Tage zu dem jungen Yitzchak Luria Ashkenazi. Sein Vater, der liebe Rabbi Shlomo Luria, ist krank geworden und seine Krankheit war sehr unsympathisch, unheilbar. Und alle Menschen in Jerusalem haben gebetet, für Rabbi Shlomo Luria soll er gesund sein, aber die Gebete sind anders in den Himmel gekommen und Hashem hat anders entschieden und sein Vater ist gestorben. Mit 8 Jahren, Yitzchak Luria Ashkenazi ist Yatom Katan, kleine Waise. Gut, in Jerusalem waren sehr gute, feine, edle Menschen, die haben sich, sie wollten sich versorgen zu seinem Mispoche, aber seine Mama hat gesagt, ich will von niemand was, ich will von niemand keine Hilfe, ich will alles, ich will nicht von Menschen irgendein Geschenk. Ich möchte selbst arbeiten, mich zu ernähren und auch mein Sohn, ich danke euch sehr für eure Wille und eure Mühe, die Unterstützung zu geben. Aber Toda Rabba, bis heute habe ich von niemand was genommen. Ich will auch ab heute niemand was nehmen. Und die Menschen haben versucht, vielleicht nimmst du, es gibt eine Kasse. Und es gab auch so eine Kasse von den sephardischen Juden, die waren in Jerusalem auch in einem Verein, in einer Gruppe. Und sie wollten die Mutter von Rabbi Yitzchak Luria auch was geben. Zum Schluss hat man gesagt, gut, Rezono shel Adam Kvodo, die Wille von einem Mensch ist seine Ehre. Und sie hat gearbeitet, verschiedene Sachen, hier ein bisschen genäht, hier ein bisschen geputzt. Und Menschen haben sie so improvisiert Arbeit, damit soll sie verdienen. Und sie konnte eben auch nicht leisten Bücher und auch nicht Privatlehrer. Und das hat, Bücher waren damals sehr, sehr teuer. Und er war sehr büchergierig und er wollte Bücher. Und es hat ihr sehr leid getan und geschmerzt, dass sie kann nicht ihr eigenes Kind geben. Bücher soll er lernen. Ein Tag, es ist bei ihr gefunkt eine Idee. Und sie sagt ihren Sohn Yitzchak, mein Sohn, weißt du, mein Bruder Mordechai Francis wohnt in Ägypten, in Mizraim, in Kahir, in Kairo. Und er ist ein wohlhabender Mensch, der hat einen riesigen Stub, großes Haus und er ist ein großer, angesehener Mensch. Komm, wir fahren zu ihm, sagt der Mama, was du immer sagst, machen wir. Gut, die Mutter und ihr Sohn haben ihre bisschen Sachen genommen und gegangen, gefahren, gereist nach Ägypten. Rabbi Mordechai Francis, sein Haus war in die Mitte von Kairo, weil er hat gut verdient, er hat einen großen Job als Beamter in Zoll und alles, was kam rein und raus, war in seine Hände. Ein Tag ist zu ihm gekommen seine Schwester und seine Neffe. Und er war sehr glücklich und er wollte sie gleich geben, essen und trinken. Und er guckt auf der kleine junge Yitzchak und er sagt, was möchtest du essen und trinken? Sagt er, ich möchte dein größten Bibliothek sehen. Als allererstes, stell mal vor, ein Kind, 9 Jahre vielleicht, kommt von einem langen Weg von Jerusalem nach Mizraim. Und was will er? Nicht essen und nicht schlafen und nicht ruhen. Er will senden Bibliothek. Fragt er ihm aber, warum jetzt sofort? Sagt er, ja, weil unterwegs in den letzten paar Wochen habe ich so viel gelernt und so viele Fragen gehabt. Und die Fragen sind geblieben in meinem Kopf. Ich muss schnell Bücher sehen, um zu lösen meine Fragen. Sagt Rabbi Mordechai Francis zu seiner Schwester, ihr könnt bleiben bei mir im Stub, wie viel ihr wollt. Macht euch null Sorgen zu eurer Zukunft.
Ich werde alles geben. Hashem hat mir gegeben, Gott sei Dank, genug. Und ich sehe auf deinen Sohn Yitzchak, auf meinen Neffe, dass er hat ein edler, aristokratischen Gesicht. Er hat bekommen eine gute Erziehung. Er kann gehen hier zu den größten Rabbis und lernen Torah. Und ab heute, du bist so wie mein Sohn. Fühl dich zu Hause, mein lieben Yitzchak. Und ich werde sein wie ein Vater und alles, was du brauchst, werde ich geben. Und die Mutter war sehr angetan, berührt und sie hat geweint. Aber jetzt war das eine Weinen von Freude und Danken von Hashem, dass ihr Sohn wird sitzen und lernen. Gut, es war in Kahir, in Kairo, ein großer Yeshiva von Radbaz. Das ist Rabbi David ben Zimra. Rabbi David ben Zimra war ein sehr großer Rabbi. Er war von Spanien und dann war er in Fez in Marokko. Und von Fez in Marokko kam er nach Ägypten und er hatte alle drei Krone. Krone von guten Namen, Krone von Reichtum und Krone von guten Namen. Radbaz hat geschrieben 3000 Antworten und Bücher und Magid Mishne und Michtom le David und Metzudes David und Mogen David, sehr viele Bücher. Der Radbaz war nicht nur ein großer Torah-Gelehrter, der war auch sehr reich. Er hat gemacht Geschäfte mit Gold und Diamanten und er hat auch sehr viele arme Leute unterstützt. Und der Radbaz konnte auch in alle Teilen in die Gemeinde Shalom machen zwischen die Ma'aravim, die Mugrabim und Musta'aravim. Und der Radbaz war eine große, große Rabbi. Und Rabbi Yitzchak ist gekommen zu dieser Yeshiva von Radbaz. Und dort hat er gesessen, Tag und Nacht, wenig geschlafen, wenig geruht, wenig gegessen, nur gelernt. Yitzchak, der Kleine, hat einen scharfen Kopf. Und deshalb, mit 15 Jahren war er schon einer von den besten Bachurim, Jungs in die Yeshiva. In diese Zeit, wo er hat gelernt in die Yeshiva, hat er auch bekommen mit 15 Jahren Ruach HaKodesh. Woher weiß man, dass er hat Ruach HaKodesh? In dieser Yeshiva waren noch zwei Schüler, die heißen Yitzchak. Yitzchak Apomideo und Yitzchak Piasso. Und unsere Yitzchak, Rabbi Yitzchak Luria. Einmal hat gesagt Rabbi Yitzchak Luria zu seinem Rebbe, Rabbi David ben Zimra, wir sind hier drei Yitzchak, aber jeder hat ein anderes Destiny, ein anderes Schicksal. Ich werde sein berühmt Yitzchak Luria Ashkenazi wegen Chochmata Kabbalah, wegen Kabbalah. Yitzchak Apomideo, Talmud. Und Yitzchak Piasso wird sein ein Mensch, der immer anders machen, als man ihm sagt, weil er ist ein unstabiler Mensch. Und nach vielen Jahren ist genau so passiert. Rabbi Yitzchak Luria war berühmt mit Chochmata Kabbalah. Rabbi Yitzchak Apomideo war ein großer Talmudgelehrter. Und Yitzchak Piasso war großer Balagan mit ihm. Und seine Ende waren nicht so gut. Gut. Nachdem wo Rabbi Yitzchak Luria Ashkenazi, der Arizal, hat gelernt in die Yeshiva von Radbaz, ist er gegangen zu einer anderen Yeshiva, um zu steigen, um zu wachsen und um zu noch heben seinen großen Erfolg. Er hat gelernt in die Yeshiva von Baal Shito Mekubetzes Rabbi Bezalel Ashkenazi. Und als er hat gelernt in die Yeshiva von Rabbi Bezalel Ashkenazi, er ist gestiegen sehr, sehr hoch und niemand konnte mit ihm diskutieren oder in seinem Niveau zu sein. Er hat geschrieben zusammen mit seinem Rebbe Shito Mekubetzes auf dem Talmud Zvachim, aber leider das wurde verbrannt, diese Schrift, und wir wissen nicht. Rabbi Mordechai Francis, sein Onkel, hatte bei sich zu Hause eine schöne Tochter. Und alle wollten diese Mädel heiraten, hat man ihm angeboten, gute Jungs.
und seine Tochter wollte niemand. Ein Tag kommt ihr Vater, Rabbi Mordechai Francis, zu seiner Tochter und er sagt, ich habe noch ein Angebot von einer Junge zum Schiddur zu heiraten. Was denkst du über deinen Cousin, Yitzchak Luria? Sagt die Mädel, und was denkst du, Papa, über deinen Neffe, über meinen Cousin? Wie schätzt du ihn? Sagt der Onkel, ihr Vater, nach meiner Meinung, diese Junge ist mehr als alle, die ich kenne. Mit Torah, mit Gdusha, mit Intelligenz, mit Geistlichkeit. Er ist viel erwachsener als sein Alter. Sagt Rabbi Mordechai. Sagt, ah, Papa, ich sehe, dass du schätzt ihm sehr, wegen seiner Charakter, wegen seiner Vorteile, wegen seiner Gdusha. Ich will ihn heiraten. Sagt Rabbi Mordechai zu seiner Tochter, kein Problem, kannst du mit ihm heiraten, wegen Lebensunterhalt braucht ihr keine Sorgen zu haben, ich werde euch unterstützen und geben, was ihr braucht. So, Rabbi Yitzchak Luria mit 15 Jahren hat geheiratet seine Cousine und es war eine große Freude in Kairo, als es wurde angesagt, der Tag von der Hochzeit von die Tochter von Rabbi Mordechai Francis und alle haben sich, und Rabbi Yitzchak Luria, alle haben sich gewartet auf diese Hochzeit. Es war eine sehr, sehr schöne Hochzeit. Und sie haben bekommen ein kleines Haus nebenan. Rabbi Mordechai Francis hatte auch eine kleine Bungalow. Weißt du, es gibt so Menschen, sie haben ihr Haus und neben dem Wasser, sie haben noch so ein kleines Stubele, noch ein kleines Häuschen, wo sie dort machen Ferien oder dort machen sie ihr Grundstück. In diese Bikta, in diese Stube, in diese Bungalow, ich weiß nicht genau, wie man das nennt, aber so ein kleines Haus neben dem Wasser, in dem Nilus, hat gesagt, Rabbi Yitzchak Luria zu seiner Frau, zu seinem Schwiegervater, ich möchte die ganze Woche dort sitzen und lernen, neben dem Nilus, in aller Ruhe, und Schabbat kommen nach Hause. Und so war, die ganze Woche war Rabbi Yitzchak Luria in dieser Budke, in dieser Stube. 6 Jahre hat er dort gelernt und er kam nach Hause nur zum Schabbat. Während der Woche hat er gar nichts gesprochen und am Schabbat hat er nur gesprochen Lashon HaKodesh, die heilige Sprache. Die größten Vertiefung also sieht man so eine kleine Stube neben dem Nil. Vielleicht Bilder zu bekommen. Die größte Vertiefung von dem Arizal dort war nicht in Nigle de Torah, sondern in Zohar. Ein Tag, wo Rabbi Yitzchak Luria saß in die Synagoge, er hat gesehen dem Zohar und er hat das gekauft und dort hat er gelernt und interessant, dort in dieser Budke neben dem Wasser, jeden Mensch, der schläft, bei Nacht geht seine Neshome in den Himmel und macht das Stempel, so wie ein Mensch beim Arbeitsplatz und kommt morgen zurück. Aber der Arizal, wenn seine Neshome ist gegangen bei Nacht in den Himmel, Eliyahu Navi hat ihm gefragt, wo willst du lernen? In dem Saal von Moshe Rabbeinu oder in dem Saal von Rabbi Akiva oder in dem Saal von Eliyahu Navi, Achia Shiloini, wo willst du reingehen? Gut. Und dort hat er gesessen und gelernt, bis Jahre 1570. Eliyahu Hanavi ist gekommen zu Rabbi Yitzchak Luria und hat gesagt, es ist die Zeit gekommen, la'alot le'eretz Israel, zu machen Aliyah nach Eretz Israel. Dort kannst du deine Tora verbreiten, verspreiten, erklären. Du wirst deine Aufgabe ist,
dein Nachfolger einkronen und salben. Dein Nachfolger, derjenige, der wird deine ganze Tora lernen, heißt Maharchu. Rabbi Chaim Vital Ayid, der kommt aus Syrien, aus Damaskus, großer Tzadik. Und in Eretz Israel wirst du dergleichen erlangen zu solchen Stufen von Nevuah, von Prophezeiung, von Ruach HaKodesh. Das kannst du nicht in Mitzrayim bekommen. Der Arizal war damals 36 Jahre alt. Er hat genommen seine Frau und seine drei Kinder, zwei Töchter und ein Sohn, und gekommen nach Eretz Israel, nach Zefat, in Galil. Zefat war eine Stadt von Qualität. In diesem Ort haben gelebt alle große Menschen. Alle großen Menschen, die damals Rabbi Moshe Alschich, Rabbi Yosef Karo, Rabbi Shlomo El-Kabatz, Rabbi Eliezer Azkari, Rabbi Israel Sarug, Menschen ohne Ende. Rabbi Yosef Ibn Tibol, Rabbi Shmuel Diosida und sehr viele Tzadikim, sehr viele große Tzadikim. Rabbi Moshe Cordibero. Damals in Zefat, der hauptgeistlichen Meister war Rabbi Moshe Cordibero. Der hatte so einen Kreis von Kabbalisten, die Leute, die haben mit ihm gelernt. Und diese Chaverim, diese Gruppe waren mit ihm. Aber wenn der Arizal ist gekommen nach Zefat, am Anfang hat er sich selbst versteckt, er wollte sich nicht zeigen. Und der Ramak, Moshe Cordibero, hat gleich erkannt, dass das ein großer Mensch ist. Und er hat gesagt, derjenige, der wird sehen, eine Wolke, Feuer nach meinem Tod, er ist mein Nachfolger. Und dann, Rabbi Moshe Cordibero ist gestorben mit 48 Jahren, unglaublich, auch jung. Und alle waren traurig. Und der Arizal waren eine von den Leuten, die haben gehalten eine Trauerrede. Und er hat gesagt, in seiner Trauerrede, es steht geschrieben in dem Pasuk, wenn ein Mensch hat eine Strafe von Tod, du sollst dem hängen auf einen Baum. Was heißt hängen auf einen Baum? Hängen auf dem Baum heißt, dem Grund von seinem Tod war die Sünde von Adam und Chava in Gan Eden. Mein Rebbe hatte keinen Grund zu sterben, war ein Tzadik. Der Grund ist Chet, Adam und Chava, die Avera, die Vergehen von Adam und Chava, das ist der Grund. Und dann hat man gewusst, dass der Arizal ist der Nachfolger. Nach vielen Träumen kam die Neshome von Reb Chaim Vital von Damaskus nach Zefat. Und er war in seiner Gruppe von seinen Schülern. Er hat gesessen und gehört mit größter Aufmerksamkeit das, was der Arizal sagt. Aber am Anfang, er hat gelernt und vergessen, gelernt und vergessen. Ein Tag nimmt der Arizal seinen lieben Schüler Reb Chaim Vital nach Tiberius und sie nehmen ein Schiff. Und mit dem Schiff gehen sie rudern rein in die Kinneret. Und die sind gekommen zu einem Ort gegenüber dem alten Synagoge in Tiberias. Man weiß, wo ist diese Stelle. Nimmt der Arizal ein bisschen Wasser von dem Kinneret, von dem Wasser von diesem Teich, und er gibt ihm zu trinken und er gießt ihm Wasser auf den Kopf und er hat gesagt, jetzt hast du getrunken von den Brunnen von Miriam. Ab heute wirst du bleiben Chacham, Tzadik, und ab dem Tag sein Kopf hat sich geöffnet ohne Ende. Und am Anfang habe ich euch zitiert, was sagt Reb Chaim Vital über seine Rebbe. Ein Jahr
und 8 Monate hat gelernt der Arizal zusammen mit Reb Chaim Vital, aber auch mit den anderen Schülern auch. Der hatte so, das nennt man Gurei Ha'ari, so wie der Löwe hat so kleine Löwen bei sich. Der Arizal war der große Löwe und er hatte auch kleine Schüler. Der Arizal hat gelernt mit seinen Schülern alles, aber in einen anderen Weg, in eine andere Dimension. Und er hat gegangen sehr oft mit seinen Schülern zu spazieren und er hat gezeigt, wo sind alle Gräber in Zfat, in Tveria und so weiter und so fort. Jeden Schabbesmittag hat der Arizal ein bisschen geschlafen. Und er hat gesagt, das muss man am Schabbat Mittag schlafen, das ist eine große Sache. Es hilft die Neshama, obwohl während der Woche Mittag schlafen ist nicht so gut. Aber am Schabbat kann man gewinnen durch die Schlafstunde am Mittag am Schabbat eine große, große Gewinn. Gut, Rabbi Avraham Alevi Bruchim, einer von den Dieners von dem Arizal, der war auch der Diener von Reb Moshe Cordovero, hat gesehen am Shabbat Parashat Balak, genau diese Shabbat. Er hat ihm gesehen, dass er schläft Mittag und seine Lippen bewegen und etwas sagen. Er hat versucht zu hören, was sagt sein Rebbe. Und plötzlich der Rebbe ist aufgeweckt und sagt, hey, was machst du hier? Sagt, ich habe gesehen, dass mein Rebbe sagt etwas. Ich wollte hören, was. Sagt der Arizal, ich erkläre dir. Wenn ich schlafe, geht meine Neshome in den Himmel und sie macht eine Reise in verschiedene, die Engel Malachi Asharet nehmen mir zu verschiedenen Yeshivot in den Himmel. Und dort kriege ich die Geheimnisse von der Tora, das nicht mal in die Tanaim hat man gehört. Und Rabbi Avraham Beruchim hat gesagt, Rebbe, erzähl mir etwas von das, was du hast im Himmel gelernt. Sag dem Arizal, auch wenn ich werde jetzt reden, ohne unterbrechen, 80 Jahre lang, ich werde nicht schaffen, zu erzählen, was steht im Himmel geschrieben über die Eselin von Bilam. Nur über diese Geschichte von Balak und Bilam und die Eselin. Ein Tag saß der Arizal mit seinen Chaverim, mit seiner Gruppe, neben dem Grab von der Navi Hoshea ben Be'eri, nicht weit von zweit, mit 10 Jungs. Und sie haben dort gelernt Torah und gelernt auch arme Leute dort zu unterstützen. Also man sieht, dass er war ein besonderer Mensch. Der Arizal hat gewusst, auch Menschen zu helfen mit Medikamenten, mit verschiedenen Sachen. Der Arizal hat eine Tochter und seine Tochter hat geheiratet mit dem Sohn von Rabbi Yosef Karo. Nicht alle Menschen sind geeignet, von ihrem Charakter, von ihrer Persönlichkeit, von ihrer Neigung, Kabbalah zu lernen. Manche sollen lernen nur Talmud, manche sollen lernen nur Halacha, manche sollen lernen nur Agada oder Midrash oder Torah, Chumash. Einer von den großen Torah-Gelehrten in Zwat war Rabbi Moshe Alshech. Rabbi Moshe Alshech oder Alshech HaKadosh war ein großer Gelernt. Und Rabbi Moshe hat gesagt, warum willst du mir nicht nehmen als deine Schüler? Sagt er, ja, sie sind gekommen, zu dieser Welt eine andere Sachen zu lernen. Du brauchst nicht.
du brauchst das nicht. Das ist nicht für dich, diesen. Und immer wenn der Moshe Alschich ist gekommen zu den Schurim von der Arizal, er hat so Genickerschen und eingeschlafen und er konnte nicht konzentrieren. Und dann hat er verstanden, es ist nicht für ihn. Du brauchst die Torah zu kommentieren. Jeder hat seine Aufgabe und seine particular Bedarf in dieser Welt zu machen. Es ist interessant, andersrum, einmal der Arizal ist gekommen zum Schiur von Reb Moshe Alschich. Und er saß und der Schiur ging über dem Schwiegervater von Jakob, Lavan der Aramäer. Wie hat er Jakob betrügt und genarrt und was für ein Kriminell war er? Und in dieser ganzen Zeit saß der Arizal und er hat sich so ein kleines Lachen, ein Lächelchen, geschmunzelt, so gelacht. Sagt Reb Moshe Alschich, was ich sage, ist witzig oder was? Sagt er, nein, hinter dir habe ich gesehen dem Lavan, Lavan Arami, ich habe gesehen der Person. Was ist einverstanden und nicht einverstanden von dir? Der Arizal konnte sehr viel wissen, was ist die Wiedergeburt von dem Mensch. Was heißt das? Steht in die Kabbalah geschrieben, dass es gibt Menschen, wo sie brauchen noch einmal runterkommen in diese Welt, um Tikkun, um Reparatur wieder gut machen, das, was sie haben vermasselt in ihre andere Runde. Und es gibt Leute, die kommen zweimal und es gibt Leute, die kommen dreimal und manche kommen in Körper von Menschen und manche schaffen nicht mal in Körper von Menschen zu kommen. Sie kommen in Tiere, in Geflügel, in Rabe, in Pflanzen, in Gegenstände und sie warten jahrelang zu ihrem Tikkun. Zu viele Leute, die wurden in Gilgul, in Wiedergeburt, Rekarnation, noch einmal kommen in diese Welt, konnten dem Arizal helfen. Kurze Zeit, nachdem der Arizal ist gekommen nach Tzfat, geht er mit Reb Moshe Galanti zu einem Dorf, nicht weit von Tzfat. Ich war in diesem Ort. Diesen Ort heißt Ein Zetim. Und sie sehen dort ein Grab von Rabbi Yehuda Bar Elai, ein großer Tzaddik. Und oben auf dem Baum ist eine schwarze, dunkle Rabe. Der schreit kra, 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 mehrere Mal. Und der Arizal hört, was der Rabbe sagt. Und er hat gesagt, das ist die Wiedergeburt von Shabtai, der was hat gearbeitet im Finanzamt. Und er war ein schlechter und ein grausamer Mensch, der hat auch gegen arme Leute keine Toleranz und nicht Menschen geholfen. Und wenn Menschen konnten nicht bezahlen ihre Schulden, er hat genommen ihre Betten. Und jetzt ist er gekommen als Rabbe zu dieser Welt. Da sagt der Arizal zu der Rabbe, hör auf zu schreien, ich werde für dich beten. Und dann der Rabbe ist gleich weg und nicht gestört. Anderer Tag geht der Arizal mit seinen Schülern und er sieht zwei Raben, streiten und hacken sich eine mit dem anderen, bis eine konnte auszüpfen die Feder von dem anderen. Und da der Arizal hat gesagt, geh beide böse Raben, ihr wolltet dem ganzen jüdischen Volk ausreißen. Und jetzt, wenn es euch schlecht, kommt ihr zu mir, nein, geh zu dem Gehenom. Und die Raben sind geflogen und weggegangen. Und die Schüler haben gefragt, wer sind die? Sagt er, das war Balak und Bilam. Das sind gekommen zu mir, dass ich für sie beten, aber sie sollen bezahlen ihre Arbeit im Himmel. Und deshalb der Arizal war nicht immer einverstanden, um zu helfen, zu korrigieren die Wiedergeburt von den Neshamot unten. Es war einer, der war eine Musser, eine Petzer, ein Heretiker. Und er ist gekommen in diese Welt, in Wiedergeburt, in als Mäuse. Und er hat Schlechtes gemacht zu dem jüdischen Volk. Eine von den schlimmsten Sünden ist, über jemanden zu petzen.
Und der Arizal hat für ihn gebetet und hat man gemacht, so ein Netz ihm zu jagen. Und hat gesagt, ich will weggehen von diesem Schmerz. Ich werde für dich beten. Und der Arizal konnte ihm helfen. Und so der Arizal konnte jedem Mensch sagen, was ist sein Tikkun, wozu, wofür ist er gekommen in diese Welt. Er konnte jedem Mensch sagen, was ist ein Tikkun von seiner Neshama. Er war ein besonderer Mensch und er konnte jedem sagen, was ist Besonderes. Der Arizal war mit großer Liebe und Freude zu einfachen Leuten. Und wenn Menschen am Gott gedient mit sozusagen Naivität, hat der Arizal die Menschen sehr gemocht, weil er hat gesagt, Hashem liebt diese Menschen. Hashem liebt diese Menschen, die dienen Hashem mit großer Liebe. Nicht weit von Tzfat, Miron, Tveria, gibt sehr, sehr viele Gräber von Tanaim und Amoraim, ohne Ende. Und das war einer von den Gründen, warum die gejagten Juden aus Spanien sind gekommen nach Eretz Israel, nach Tzfat, weil sie haben gemocht, diesen Ort, wo die großen Tzadikim sind, beerdigt. Weil in diesem Ort von Tzfat, es ist viel Gdusha, viel Heiligtum, viel Mistorin, viel... Wenn einer war dort, er wird spüren was ganz Besonderes. Und viele Gräber hat man nicht gewusst, wo sind die? Und der Arizal mit seiner Ruach HaKodesh, er konnte dem Rätsel erkennen, wo, wer liegt wo. Er hat gezeigt, wo ist der Grab von Rabbi Pinchas ben Jair, nicht weit von dem Grab von Arizal heute. Er hat gezeigt, wo ist der Grab von Rabbi Kruspedai. Und mehrere Leute, Tanaim und Neviim, wissen wir nur wegen der Entscheidung und dem Großen. Er war ein Seher, konnte wissen in die Erde, wer wo liegt. Und Gott sei Dank, wegen dem Arizal, wissen wir so viele Gräber in Miron, in Tzfat und in Tveria. Von allen Gräbern, die in dieser Umgebung, der berühmten Platz von einem Tzadik, der liegt dort, ist Miron, Rabbi Shimon Bar Yochai. Und der Arizal ist regelmäßig gegangen und er hat gesehen beim Tanzen, dass Rabbi Shimon Bar Yochai tanzt mit Rabbi Lezer ben Ezkari und so weiter und so fort. Der Arizal hat eine besondere Bräuche, wie hat er Gott gedient, und er hat auch geschrieben Lieder für Shabbat. Bei uns in die Familie, jeden Freitagabend, jeden Schabbesmittag und jeden Schabbesnachmittag singen wir Lieder von dem Arizal. Freitagabend singen wir Azahamer bishvochin lemeyal goy pischin de vachakal tapuchin de inun kadishin nezamin lo ashto. Und das ist das ganze Lied in eine Akrostichon, in eine Eselsbrücke von dem Namen Ani Yitzchak Luria ben Shlomo. Am Shabbat Mittag Hasadar lisudo so betzafro de Shabbat veazmin bo ashto atiko kadisho auch. Und bei Suda Schlischit, bei der dritten Mahlzeit, Bnei-Yecholo. Also es gibt drei Lieder, wo wir jeden Schabbat singen, wo der Arizal hat das geschrieben. Und der Arizal war eine besondere Tzadik. Jeden Schabbat, anstatt zwei Chalot, hat er gemacht 12. 6 von rechts und 6 von links. Und er hat gebracht jeden Schabbat zum Tisch schöne Blumen
und schöne Hadassim, Myrte, und der Arizal wollte nicht reden oder sprechen und unterhalten in die Synagoge. Der hat nicht gesprochen laut, nur am Schabbat ein bisschen lauter. Und die Lieder vom Schabbat hat der Arizal gemacht, soll man das erinnern und merken im Kopf. Also ich kenne alle Lieder auswendig, weil es reimt sich. Und man will die Buchstaben, nach den Buchstaben Ani, Yitzhak, Ben, Shlomo und so weiter. Ani Yitzhak Luria Ben Shlomo, Ani Yitzhak Luria und so weiter. Sagt der Arizal, ich war in Israel kaum 2 Jahre. Wenn ich werde 5 Jahre in Israel, ich konnte die ganze Welt umkehren zu Hashem und bringen die Geula. In die Zeit von dem Arizal sogar die bösen Leute haben sich versteckt. Und die Leute, die wollen Tikkun für ihre Benehmung, sind gekommen zu dem Arizal. Und der Arizal hat geholfen, sehr viele Neshamot, Tausenden von Menschen, aber es waren viele Leute, die haben in dieser Generation nicht gut benommen. Und der Arizal hat nicht lange gelebt in Eretz Israel, sondern nur 2 Jahre. Und es ist unglaublich, dass der Arizal selbst wollte auch sehr viele Geheimnisse erzählen. Einmal hat er erzählt ein bisschen zu viel und er hat gekostet mit dem Leben von seinem Sohn. Nach 6 Monaten nach dem Tod von dem Sohn von dem Arizal ist der Arizal gegangen mit seinen Freunden zu beten über die Gräber von Shmaya und Naftali in Gush Chalav. Und er hat gesagt, dass Shmaya und Naftali haben gesagt, soll man beten über Mashiach ben Yosef, soll nicht sterben. Und sie haben nicht verstanden, wer ist Mashiach ben Yosef. Nach kurzer Zeit hat man verstanden, wer ist Mashiach ben Yosef. Das war Rabbeinu HaKadosh, der Arizal, aber wegen seiner Demut hat er das nicht erzählt. Es ist gekommen, die letzten Stunden von der Ariya Kadosh. Er ist krank geworden, unglaublich, von einer Epidemie. Epidemie. Und lag im Bett und alle seine Schüler sind gekommen, groß geschmerzt. Und er hat jeden Schüler gegeben eine Bracha, eine Segen, und er hat ihm gesagt, was soll er tun. Einer ist nicht dabei gewesen. Wer? Rabbi Chaim Vital. Wo war er? Hat man ihm schnell gerufen. Und er wollte das nicht hören, dass sein Rebbe geht. Sagt er, tut mir weh, es schmerzt mir auch, mein lieben Schüler, mein Sohn hat ihn genannt, sorry. Es tut mir weh, mein Sohn Chaim. Wie soll ich von dir Abschied nehmen? Sagt er, aber was soll ich machen? Im Himmel hat man schon entschieden, dass ich gehe und kann man nichts machen. Sagt Rabbi Yitzchak HaKohen, einer von den Schülern von Arizal, das ist die Hoffnung, das ist die Belohnung, das ist das Schicksal von der Hoffnung, dass wir hatten wegen dir, dass du hast gebracht so viel Gutes und Torah und Chochma in diese Welt, du wirst sterben. Sagt der Arizal, was soll ich machen? Hätte ich gefunden eine komplette Tzaddik, ich hätte nicht von der Welt gestorben. Aber wir haben keine Hoffnung, sagt der Arizal, ja, ihr habt eine Hoffnung. Wenn ihr werdet gut benommen, ich werde weiter zu euch kommen und mit euch lernen. Ja, aber sie leben nicht mehr. Es geht euch nicht an mit verborgenen Sachen, wie ich zu euch komme, lebendig oder in Spiegel. Oder im Traum ist euch wurscht. Ich werde zu euch kommen und mit euch weiter lernen. Und da saßen alle Chaverim. Und der Arizal saß auf seinem Bett und er hat gesagt, sei vorsichtig in dem Kavod, in dem Ehre, in die Gruppe von den Chaverim und gib Kavod einer zu dem anderen. Und wenn ihr werdet sein, einer mit dem anderen, beshalom, mit Liebe,
Ich werde kommen und ich werde euch auch Geheimnisse weiter erzählen. Und dann hat begonnen, eine Drascha, eine Shiur zu machen, mit Geheimnissen und großen Sachen. Und alle Malachim, alle Engel sind gekommen. Und die, die da sind, nachdem meine Neshama geht weg von meinem Körper, ihr sollt mir waschen, aber ihr sollt mir nehmen in die Mikwe und ich werde mich selbst auch nach meinem Tod mir tauchen. Aber du, Yitzchak HaKohen, du bist ein Kohen, du kannst nicht, du musst rausgehen. Und Yitzchak HaKohen ist weg von dem Haus und er hat nicht mal den Türausgang getreten und die Neshama von dem Arizal wurde mit einem Kuss von Hashem genommen. Es war Yom Shlishi, Dienstag, 5. Av. Und der Arizal ist gestorben mit 38 Jahre. Dieses Jahr, 5. Av, ist am Sonntag. Bleiben Sie mit mir bitte in Kontakt. Wir machen an dem Tag eine große, große Verbringen und Shiur mit Essen und Trinken. Wenn jemand will da sein oder wenn jemand will zu diesem Anlass was geben oder spenden oder helfen, wir machen einen großen Anlass. Wir hoffen, jedes Jahr mache ich schon eine große Jahrzeit von dem Arizal. Ich hoffe, dass dieses Jahr wegen der Corona-Zeit bekommen wir auch Möglichkeit, irgendwo zu machen, draußen oder wie auch immer, irgendeine große Jahrzeit wegen unserer großen Meister von dem Arizal. Aber notiert euch schon jetzt diesen Datum von dieses Jahr, das ist 26. Juli, 5. Av, Jahrzeit von Arizal. Notiert euch diesen Datum. Und wenn er ist gestorben, sein Gesicht war mit großer Ausstrahlung. Alle Schüler haben geweint und geschrien bis in den Himmel. Und Rabbi Chaim war zerbrochen, mehr wie alle. Und er hat geschrien, so wie Elisha auf Eliyahu, mein Vater, Rechev Yisrael uferoshov. Und er wollte sich nicht trösten lassen. Und dann haben sie getaucht in die Mikwe. Und sie haben gelegt seinen Körper in die Mikwe. Und nach seinem Tod ist er wieder aufgestanden und getaucht. Ja, bitte. Danke dir. Und er hat getaucht viermal in Wasser. In die Begräbnis, in die Beerdigung von dem Arizal war ein sehr, sehr großes Publikum. Alle sind gekommen. Auch die Goyim, die Arabers, alle, die dort leben, sind gekommen und geweint, weil sie haben verstanden, was für einen großen Rebbe war er. Und alle Schüler sind gegangen in die ganze Beerdigung, barfuß, ohne Schuhe und ohne Socken, mit zerrissenen Kleidern, mit Säcke auf sich und mit Asche auf ihren Kopf. Und sie haben gesagt, Torah, Torah, sei traurig auf diesen Gottesmann, der war der Einzige, der kann deine Geheimnisse. Wenn hat man gelegt dem heiligen Körper von dem Arizal im Grab, ist gefallen sein Schüler Reb Chaim Vital auf sein Rebbe und er konnte nicht Abschied nehmen. Nach viele, viele Zeit und mit großen Schwierigkeiten hat man ihn mit Kraft weggenommen und dann hat man begraben dem Arizal. So wurde verbergen dem Schatz Isha Elohim dem Arizal, der gegangen zu seiner Welt und hat gelassen seine Schüler mit großem Schmerz, dass er so früh gegangen ist.
Drei Tage nach seinem Tod von dem Arizal kam dem Arizal wieder zu seinem Schüler Reb Chaim Vital. Und Reb Chaim hat gesagt, warum bist du so früh wegen dieser Epidemie gestorben? Sagt er, ja, weil ich habe nicht gefunden in dieser Generation vollkommene Menschen, so wie ich will. Aber nicht aufgeben. Wenn die Zeit wird kommen, ich werde zu dir kommen. 20 Jahre ist er zu ihm gekommen, meistens jede Nacht. Später, nach 20 Jahren, der Arizal ist gekommen zum Traum von seinen Schülern einmal im Monat und einmal in 3 Monaten. Und immer hat er mit ihm weiter Torah gelernt und soll er gehen zum Heiligen Gräbe, am Erev Rosh Chodesh, am 15. soll er nicht gehen am Schabbat oder am Feiertag. Und mit Reb Chaim Vital sind die Restgruppe von den Schülern von dem Arizal hat man gekrönt, sozusagen, sein Nachfolger Reb Chaim Vital. Dass sie sollen mit ihm verbunden, Maximum. Und sie haben sogar gemacht einen Vertrag, dass sie zeigen, dass sie wollen diesen neue Rebbe auf sich nehmen. Ich lese euch vor dem Vertrag. Wir sind hier untergeschrieben, haben uns genommen zu sein eine Gruppe, dienen der Eibishter Isborach und lernen seine Torah Tag und Nacht. Alles, was wird uns zeigen, Moreno Verabeno, unsere Lehrer, unsere Meister, Harav HaChacham HaShalem, der Rabbi, der Weiser, HaElokim, Moreno Rav Chaim Vital, Nero Yair. Und wir werden mit ihm lernen die weise Weisheit und wir werden alles verstecken und wir werden ihm nicht weiter erzählen und wir werden ihm nicht anstrengen, soll er uns mehr erzählen als das, was wir wollen. Und auch das, was unsere Meister, Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, hat uns gelernt, bleibt auch bei uns. Und diese Kabbalah ist mit großem Schwur auf Hashem, auf dem Bewusst von unserem Lehrer Reb Chaim Vital und diesen unterschreiben, ist 14 Jahre hier in Zfat und unterschreiben die Schüler von dem Arizal, Joshua Binun, Shmuel Diosida, Jakob Masud, Yosef Dagilayer, Yosef Arazin, Gdalia Alevi, Yehuda Mashaun, Shem Tov, Jonathan Sanjish, Yitzhak Katz, Jakob Schneur und Josef Leton. Diese Schüler hat unterrichtet Reb Chaim Vital nach dem Tod von dem Arizal, aber er wollte sie nicht weiter lernen richtige Kabbalah und er hat alle Schriften, Papieren, Kontressen, was sie haben geschrieben, Notizen von dem Arizal, er hat von alle gesammelt und er hat gesagt, ich werde alles einordnen und er hat geschrieben, Tore, Kapitel, Teil und er hat geschrieben ein großes Buch, Etz Chaim. Und 15 Jahre hat er das versteckt und später Reb Chaim Vital war krank und hat man gebracht, verschiedene Schriftsteller sollen schreiben und Reb Shmuel Vital war derjenige, der hat geschrieben alle Schriften von Reb Chaim Vital von dem Arizal. Im jüdischen Volk gibt es 3 Leute, 3 Tzadikim, die werden genannt HaKadosh. Or HaChaim HaKadosh, Reb Chaim ben Atar, HaAlshech HaKadosh, Reb Moshe Alshech und HaAri HaKadosh, der Arizal. Und jetzt will ich euch sagen, was sagen die großen Torah-Gelehrten über dem Arizal. Der Kabbalist Rabbi Naftali von Frankfurt, Balas Michas Chachomim, der ist beerdigt in Türkei, glaube ich. Er sagt, der Arizal hatte nicht eine Seele von dieser Generation. Er war von Hashem extra gesendet, um zu Verdienst zu geben zu dieser Generation und zu beleuchten die Welt mit Weisheit und Sorge zu verstehen. Und das, was er hat nicht lange gelebt, war wegen unseren Sünden. Und das, was er hat doch von seiner Weisheit in die 2 Jahre gezeigt, das ist auch ein Verdienst von Gott. Und schade hätten wir ein Verdienst, hätte uns die ganze Torah erzählt.
Rabbi Shmuel Diuzida sagt auf Arizal, er war Meshiach Hashem, Ruach Apeinu Meshiach Hashem. Dieser Tzadik war nur Ruchani, nur geistlich. Und sein Körper und seine Seele war genau so. Rabbi Chaim Cohen hat gesagt, wenn einer löst Israel, er hat zwei Zeichen, Schmerzen und Krankheit, und das war der Arizal. Rabbi Moshe ben Menachem von Prag sagt, Hashem hat unsere Augen geöffnet durch Bezalel ben Uri Berchur Lemate Yehuda, das ist der Arizal. Also er nennt den Wiedergeburt von Bezalel. Rabbeinu Bes Yosef, Rabbi Yosef Karo, der hat geschrieben dem Shulchan Aruch, guck mal, was er schreibt. Man kann nicht im Mund beschreiben, das, was der Arizal hat erklärt, von den Geheimnissen und die Gesetze von Torah und Mitzvot. Es gibt nicht ein Kraft bei einem Mensch in dem Sechel zu verstehen. Ich weiß nicht, ob der Arizal ist einer von den Propheten oder einer von den Tanaim, aber er ist irgendeine Seele von dieser Zeit. Der Gaon von Vilna, sagt, und wurde durch seine Schüler, Rabbi Chaim von Volozhin, er sagt, Arizal ish Elokim, Gottesmann. Man omar umane edaber mikdosh Hashem, was können wir reden von Heiligen ish Elokim kadosh venora. Und der hat bekommen, Eliyahu Anavi mit ihm zu lernen. Und Rabbi Chaim Volozhin hat erzählt, dass immer, wenn er hat gesprochen mit dem Grom, mit dem Gaon von Vilna, über dem Arizal, sein Körper hat sich gezittert und hat man gesehen auf sein Gesicht, dass er träselt und schockelt sich von Angst und von Furcht und von Ehre von dem Arizal. Der Schlakadosh sagt über dem Arizal, der hat eine Magid und er war auch eine Neshama von einem Navi. Der Chido sagt, der Arizal war eine Funke von Moshe Rabbeinu. Rebaron von Karelin, Baal Beis Aaron, er hat gesagt, der Arizal hat uns gegeben den Schlüssel zu dem Zohar. Und wir werden damit leben bis Moschiach Zeit. Der alte Rebbe, der erste Lubavitcher Rebbe, hat gemacht eine Sidur über dem Nusach HaArizal, und der Rebbe hat ihm genannt, dem Arizal, Hamet Achai, der lebendiger Teuter. Also der ist nicht gestorben. Jetzt wollte ich euch, fünf Sachen, gut, wir werden das in einen anderen Shiur machen, über dem Arizal und tagtäglichen Handlungen, was können wir machen. Für heute ist das reichend. Wir haben lieber Jonas und Alejandro eine kleine Einführung zu dem Arizal. Wir werden noch weiter mit Gottes Hilfe fortsetzen. Lerne das gut und behalte euch die Ideen, wie groß und wie besonderes war unser großer Meister, der Arizal. Shekoyach, bleib alle gesund und stark und Psorot Tovot.